Große Kulisse, spannende Spiele und Besuch mit Profi-Vergangenheit. Die Vorrunde des EWE Cup, die am Sonntag in wie viel Städte ausgetragen wurde, hatte einiges zu bieten. Unter den Augen des ehemaligen brasilianischen Fußballprofis Ailton boten die E-Junioren tollen Hallenfußball. Zum ganz großen Wurf hatte es für die Ammerländer Teams jedoch nicht gereicht. Beim Sieg des TSV Brunsbrock erreichte die SG Höchstede als bestes Ammerland-Team den vierten Platz.